Willkommen zurück. Es ist mal an der Zeit, dass ich mit Super Dram World weitermache. Die letzten Wochen habe ich mich erfolgreich davor gedrückt. Aber jetzt geht's los. The Cetacean Mammal. Wenn es was mit Delfinen zu tun hat, dann weiß ich, glaube ich, ungefähr, was auf mich zukommt. Mhm. Da hat er sogar die Trick-Textbox eingebaut. Lesen wir sie trotzdem. Yo, Dog. Ich habe gehört, du magst Delfine. Also habe ich den Delfin in den Delfin getan, damit du RNGen kannst, während du RNGst. Cool. Und weg ist er. Ach stimmt, der Hack hat ja kein Retry-System. Ich habe Akugare 2 nochmal gespielt, privat vor kurzem. Und es ist tatsächlich, man vermisst das schon sehr, dieses Retry, muss ich sagen. Was wollte ich anfangs sagen? Ich komme gar nicht dazu. Mein Kopf ist schon nur noch voller Kaiserblöcke und Delfine und Sorgen. Naja, Delfin-Level sind immer was Besonderes. Und wenn sich Pangea Penga dafür verantwortlich zeichnet, dann ist es vermutlich noch besonderer. Okay. Spin Jump. Und da ist doch garantiert noch ein Kaiserblock. Kann mir nicht vorstellen, dass da keiner ist. Möglicherweise. Und da kommen sie auch schon. Der Freund eines jeden SMW-Spielers. Die RNG Dolphins. Help. Was kommt da für random Zeug? Random Zeug auf mich nieder. Ja, das passiert aber, glaube ich, immer. Die Delfine haben so eine leichte Variation in ihrer Sprunghöhe. Und einmal überlebt man's durch einen Pixel. Und beim nächsten Sprung stirbt man durch einen Pixel. Kommen die immer gleich? Die beiden vorderen Delfine? Weil wenn das der Fall wäre, dann hätte ich zumindest irgendeine Form von Konstanz, die nicht nur rein von RNG abhängig ist. Muss mal versuchen, ob ich jetzt auf den hinteren Delfin kann? Nein! Was, wenn ich die verlasse? Die Delfine, auf denen ich reite, und einfach versuche, über die drüber zu springen, die mir entgegenkommen. Obwohl das wahrscheinlich noch bescheuerter wäre. Weil dann verlasse ich mich komplett aufs RNG. Was paradox ist, weil aufs RNG kann man sich nicht verlassen. Da kann ich einen von den hinteren Delfinen nehmen? Der Witz ist halt... What? Diesmal war es der erste Sprung, der mich schon gekillt hat? Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu sehen? Oder muss ich die Sprünge abzählen, die der Delfin macht? Ich meine, bis dahin ist es überhaupt nicht schwierig. Ne? Das ist etwas. Das ist jetzt nicht technisch... Wieso passt das denn immer genau? Das ist nicht technisch anspruchsvoll, aber dann... Ich frage mich, wie ich unter diesen Manschern durchkomme. Keine Ahnung, Mann, das funktioniert so... Boah, das funktioniert sogar so halbwegs. Jetzt weiß ich natürlich nicht, hatte ich Dusel? Dass da immer gerade ein Delfin kam, der mich aufgefangen hat? Wahrscheinlich schon eher. Aber ich kann nicht einfach oben stehen bleiben. Das funktioniert definitiv nicht. No. No! Das ist... Was ist das? Die vollendete Katastrophe. Die Cheep-Cheeps verwirren mich, weil die können mich ja gar nicht treffen. Die fliegen da einfach nur random runter. No! Oh Gott, nein, das ist... Nee, das ist nicht drin. Weil, guck mal, wie riesig der Abstand war von dem einen Delfin zum nächsten. Wenn das passiert... Es ist vorbei. Ja, das ist das Problem. Wenn der kommt, der Hohe, dann ist da eine Lücke drin, die unüberwindbar ist. Das wäre irgendwie zu schön gewesen. Ehrlich, wenn das ginge, ich würde es sofort machen. What the hell, Mann? Okay, da ist der Abschnitt zu Ende, oder?
Sobald die Mannschaft wieder eine Reihe höher sind, ist es nicht mehr so schlimm. Die brauche ich jetzt nicht mehr, oder? Ah, das ist wie im finalen Castle von Kaizo 1. Wann will ich da los? Boah! Das heißt, dieser schreckliche RNG-Abschnitt gerade eben ist irgendwie nur der Anfang von dem Level, oder? Und den muss man jedes Mal schaffen, wenn man auch nur einen Ansatz von einer Chance haben will, hier irgendwie weiterzukommen. No, es darf kein Hoher kommen. Das ist alles, was in diesem Abschnitt zählt. Es darf keiner dieser hohen Delfine kommen. Sonst kann man sich vielleicht noch auf die retten, von denen man kommt. Oder die mit einem in die gleiche Richtung gehen. Aber wenn das dann gerade der Zeitpunkt ist, wo man oben anstößt am Mancher, dann geht's halt auch nicht. Das ist auch eine gute Stelle für ein Beispiel, bei der es sich eigentlich überhaupt nicht lohnt, sie mit einem Safe State zu üben, weil wenn man sich ein Safe State macht, dann ist das RNG immer das gleiche. Das heißt, man übt immer genau die gleiche Situation und irgendwann kriegt man sie natürlich auch hin. Aber sobald man das Level dann von Anfang an spielt, ist es ganz anders. Und alles, was man gelernt hat, ist eigentlich für die Katz. Außer man hat das Glück und kriegt genau dieses Pattern, das man geübt hat. Was aber relativ unwahrscheinlich ist. Es passiert dann alle... Keine Ahnung, wie viele Male. Es gibt natürlich Patterns, die sich wiederholen. Ne? Mario World hat nur eine endliche Anzahl von RNG-Values, die es ausspucken kann, aber trotzdem. No, das ist so schlimm, ey. Ich habe null Ahnung, wie ich das auch nur ansatzweise konstant hinkriegen soll, ne? Dass es nicht komplett vom Glück abhängt. No! Ja, der Generator hört da auf. Da kommen keine mehr nach. Wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe zu sehen, ob der Delfin jetzt zu hoch springt oder nicht, dann könnte man drauf reagieren und ausweichen auf die anderen Delfine. Aber man sieht's nicht. Es ist wirklich ein Subpixel oder so. Entweder man stirbt da oben oder nicht. Es gibt keinen optischen Unterschied. Ich nehme ihn zumindest nicht wahr. Ich muss mal gucken, ob es irgendeine Strategie gibt, die Speedrunner verwenden oder so. Ich habe gesehen, dass hier irgendwas mit Scrolling gemacht wird. Also das... konstant hin und her gescrollt wird und dadurch hat derjenige es geschafft, die ganze Zeit auf dem gleichen Delfin stehen zu bleiben, aber ich wüsste nicht, warum das funktioniert. Und wann man genau scrollen muss, weiß ich auch nicht. Zu krass, ne? Das ist zu krass vom Glück abhängig. Man kann das nicht. Kann da nicht drauf reagieren. What? Nee, ich muss dahinter kommen, was es mit dieser Bildschirm-Scrolling-Taktik auf sich hat. Das ist die einzige Art, wie man hier irgendwas kontrollieren kann. Und du musst hier irgendwas kontrollieren, sonst. Keine Ahnung, sitzt man hier ja 50 Tage, Nächte. Bis man einmal Glück hat, überhaupt da durchzukommen. Und dann ist das Level noch lange nicht zu Ende. Fuck! Okay, aber es hat zumindest ein oder zweimal funktioniert. Immer wenn der Delfin auf dem fallenden Teil, also wenn der Delfin gerade nach unten fällt, wenn man dann zurückscrollt, dann springt er beim nächsten Mal aus irgendeinem Grund nicht so hoch, dass man stirbt. No!
Boah! Toll. Wo ist die Kamera? Ich will, dass die Kamera normal ist. Nein! Nein! Kann ich bitte... Okay, der obere Teil ist der schwierigste. Wenn man da einmal durch ist... No, no! Ah, fuck, habe ich zu spät gesehen. Dass das nicht hinhaut. Okay. Aber solange es irgendwas mit Technik zu tun hat und Timing, ist es ja zumindest schaffbar. Jedes Mal. Und nicht... Ach Gott, dieser Mittelteil. Jetzt habe ich den einmal geschafft. Oh no! No! Dude! Oh. Fast hat sich so angefühlt, als wäre es beliebig, wann man scrollt, wenn man einfach nur immer vor und zurück scrollt. Aber das ist es wohl nicht. Na! Okay, okay. Ich habe das Scrolling-Pattern raus. Und ich muss quasi nur noch auf die Delfine gucken, die mir entgegenkommen. No! Das ist so ein Bullshit! Danke fürs Absetzen! Also, halten wir den Sprungknopf mal nicht gedrückt. Vielleicht soll ich hier einfach... Was ist, wenn ich hier nächstes Mal einfach durchrenne, bevor die Delfine anfangen zu spawnen? Ist das eine Möglichkeit? Nein, ist es nicht. Dang it. No! 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 Ich leite hier jetzt dann gleich die Wehen ein, ich sag's euch. Nein! Keine Ahnung, funktioniert das jedes Mal? So, jetzt brauche ich einen Delfin, der ungefähr vor dieser Säule, der hier. Boah, das ist so eklig, weil die einen so dermaßen zurückziehen. Es ist unglaublich. Ich glaube, wenn man scrollt und dann nochmal springt und den Delfin wieder verlässt, dann funktioniert's nicht. Aber manchmal werde ich halt dazu gezwungen zu springen, weil ein Delfin aus der anderen Richtung kommt. Also, was soll ich machen, ne? No! Wieso ausgerechnet da? Irgendwo auf dieser Höhe muss man es aber auch machen, sonst funktioniert es trotzdem nicht. Ja, wenn der Delfin auf der Höhe ist, muss man scrollen. Fuck, okay, es funktioniert nicht jedes Mal. Man ist auch hier natürlich vom Dolphin RNG abhängig.
den letzten Scroll könnte ich mir theoretisch auch sparen. Nein! Nein! Boah, der wäre gut gewesen. Wow. Ich klapp zusammen. Ich hab gesehen, der war nicht optimal, aber man muss hier ja eine Ewigkeit warten, wenn man immer genau den abwarten will, der perfekt ist, um den Sprung zu machen. Aber wahrscheinlich wäre es besser, ich mach das, weil sonst brauche ich wieder 10 Versuche, um überhaupt einmal dahin zu kommen. What the hell, Mann? Trotz allem braucht man so viel Dusel. Das ist unglaublich. Vielleicht sollte ich das zurückscrollen, bevor ich hier hingehe. Please don't kill me. Das ist ultimativ. Du kommst da gar nicht mehr durch, wenn die erstmal angefangen haben zu... Was ist denn überhaupt der ideale Delfin? Der hier? Boah! Ja, der wäre nicht schlecht gewesen, ne? Die da ins Wasser kommen ungefähr. Kleines bisschen weiter vorne. Der ist zu weit vorne. Kann das? Ist das die Möglichkeit? Sollte ich vielleicht doch lieber mal auf den zweiten Delfin gehen? Weil ich habe das Gefühl, der erste wird einfach immer gedeckt. Immer. No. Das ist so schlimm, dass man hier nicht mal in Ruhe stehen kann. No. Der wäre eigentlich gut gewesen. What? So schlimm, ey. Nein. Ich sehe das nicht. Ich sehe es halt einfach nicht. Ich konzentriere mich auf einen Delfin und dann kommt auf einmal ein anderer. No. Ich glaube, weiß nicht, ist durchrennen. Wäre durchrennen besser? Und einfach fingers crossed, dass da nichts kommt, was mich killt. Nein! Wenn ich da mal hinterkäme, was man da eigentlich, was das hier, das, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es funktioniert, sobald ich da einmal drin bin, funktioniert es. Aber der erste Scroll ist völlig Zufall, ob der irgendwas bringt. Warum? Warum?
Boah, der hätte mich easy killen können. Dass da immer einer nachkommt, der einen, ne? Ist unfassbar. No! No! Mein Herz hält das nicht aus. Ich fühle mich, als hätte ich gerade 3 Stunden lang gewürfelt und jetzt habe ich endlich den Pasch bekommen, den ich haben wollte. Puh. Ja, 10 von 10 Delfinen würde ich auf jeden Fall jedem Erzfeind empfehlen. Wow. Damit ist nur noch ein Exit übrig. Und was es damit auf sich hat und wie eng es wohl sein mag, finden wir beim nächsten Mal heraus. Bis dahin, Leute. Ciao.